Gute und willkommen, es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast, hier bei mir beim Whisky-Babbler. Und ich habe ein Legic dabei, guckt euch das Label an, das Logo. 1999 abgefüllt, destilliert 1979, 20 Jahre Legic, Original-Bottling. Ja, da reden wir jetzt gleich mal drüber, also viel Spaß dabei. Legic, die rauchige Variante von der Tobermory Distillery, Isle of Mull, 1798 gegründet. Wenn wir hier dieses Label uns anschauen, dann ist das nicht mehr so das aktuelle, das ist das ältere. Da gab es ja diesen Legic mit 42 Volumenprozente. Das war der Legic 20 Jahren. Legic aged 20 years, schreiben sie drauf. Legic Distillers, Tobermory in Klammern. Ne, heutzutage, also Legic, die Marke, war schon immer so bekannt. 43 Volumenprozente, gefärbt, kühlgefiltert. Boah, ich weiß es nicht. Es ist auch eigentlich egal, bei so einem alten Produkt ändern kann man es nicht. Hier, da steht auch drauf, dieser seltene Single Malt Whisky. Mir ist der Korken abgerissen, ich habe den bei einer Auktion ersteigert. Und ich fand das einfach so faszinierend, dieser Legic, wenn man mal so die Rahmendaten sich anguckt. 1999 wurde der abgefüllt. Wir haben jetzt 2021. Die letzten 22 Jahre hat dieser Whisky hier irgendwo in den Regalen rumgeschlummert, damit ich ihn stehend aus dem Regal holen kann, nicht rausziehen und trinken darf. Ja, also das ist einfach 20 Jahre, seitdem der abgefüllt wurde, steht er halt irgendwo rum. Und der steht ja schon 20 Jahre drauf. Das heißt, 1979 wurde dieser Whisky hergestellt, destilliert, in Fässern gelagert, 99 abgefüllt und liegt quasi die, zum einen 20 Jahre im Fass, zum anderen 20 Jahre halt irgendwo im Regal. 40 Jahre später, nach dieser Herstellung, wo der erste Mensch sozusagen gesagt hat, hier, ich drehe an der Maschine den Hebel, um die Romantik abzuholen, darf man das probieren, ja. Und ich habe den auf einer Auktion geschossen, wie gesagt, Korken ist mir direkt zerpoppt, kaputt gegangen. Man sieht hier das Krügerbändchen. Und die Frage ist, die ich mir da ganz gestellt habe, lohnt sich das, sowas zu kaufen? Ne? 20 Jahre Single Malt, Tobermory Distillery, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt. Ein Tobermory, 20 Jahre, kostet 140 Euro original abgefüllt heutzutage. Ein Legic gibt es immer mal wieder auch. Das heißt, wir sind bei so 120, ja wohl 140, 150 Euro ist auch so bei Tobermory und Legic eigentlich so der Preis für eine Originalabfüllung. Hier ist es so, ich glaube, es gibt kein Legic 20 aktuell. Der letzte, den ich hatte, war dieser Masala. Da hatte ich 136 Euro bezahlt. Das war 2018, vor 3 Jahren ungefähr. Da hatte ich mal so ein Distillery-Order direkt aus dem Shop gemacht. Masala gefinisht, unfassbar guter Legic. Damals schon 130, fast 140 Euro. Wenn man den Versand nur auf eine Flasche rechnet, wäre der sogar über die 140 gegangen. Teilweise finden wir Legics unabhängig abgefüllt. Wilson & Morgan 200 Euro, 179 Euro von dem und den Abfüller. Also unabhängige Abfüller bringen Legics raus. Die liegen dann auch so teilweise zwischen 160, 200 Euro, je nachdem 22 Jahre, 20 Jahre, 18 Jahre und so weiter. Das heißt 20 Jahre Legic, auch so eine Auktion von 1999, da wird man erstmal denken, so wow, das muss schon noch teurer sein. Und das hat mich eigentlich so ein bisschen gewundert. Das ist natürlich kein Schnapper gewesen, aber Flasche, Versand, Gebühr, alles drum und dran, waren wir hier am Ende bei 150, 156 Euro oder so, grob. Also auch unter diesen 160 Euro ganz knapp. Jetzt kann man sich auf die eine Seite stellen und sagen, oh, ich will geil einen Legic trinken, ganz modern, kaufe mir den jetzt im Laden, zahle 160 Euro für dieses Produkt. Klar gibt es immer mal wieder ein Angebot, dann kriegst du 140 oder so. Oder du gehst in so ein Auktionshaus und hast einfach so eine ganze Historie an Whisky, die du bekriegst und zahlst sogar weniger zum Teil. Also das hat mich so geflasht, dass ich gesagt habe, wow, das wird die letzte Flasche sein, weil ich drehe ein Video und danach wird jeder genau das machen. Also es gibt einfach noch so Perlen. Die Frage ist, wie lang, wo, egal ob das beim Whisky-Händler ist. Es gibt einfach ab und zu so schöne Flaschen. Natürlich ist das ein Preisniveau, wo man mittlerweile auch sagen muss, 160 Euro für eine Flasche.
bin ich nicht bereit zu zahlen und, und. Ja, das muss jeder individuell für sich wissen. Aber wenn ich sowas Altes trinken will aus dieser Zeit, muss ich sagen, ist das einfach ein unschlagbarer Preis. Vorausgesetzt, der Whisky schmeckt. Und am Füllstand kann der eine oder andere schon was erahnen. Oh Mann, das war die März-Auktion. Ein bisschen Samples gingen auch weg hier und da. Da wurde öfters mal probiert, bis sie was verschickt. Und wenn man den Whisky riecht, wunderbar. Ich probiere euch mal ein paar Detailaufnahmen einzublenden und danach verriechen und verschmecken wir den Schnaps. Wenn man die Nase da so reinhält, das ist so alt, erdig, wachsig. Ledjik ist ja erstmal rauchig, so Tobermory, die rauchige Variante. Boah, man muss hier den Rauch schon suchen. Also das ist wirklich, wirklich eher so ein Muff, so ein leichter Muff, leichter Rauch. Wenn überhaupt, man würde das fast eher so diesen Raucharomen, Muffaromen, die man so aus den Fässern öfters mal hat. Natürlich über die Jahre auch ein bisschen was verflogen. 20 Jahre alte rauchige Whisky sind natürlich nicht so rauchig. Das wird ein bisschen weicher. Ich finde, hier hat man jetzt noch so sehr intensive Fassaromen. Ich könnte mir vorstellen, dass da gewisse Sherry-Anteile da sind, weil die Aromatik lässt so ein bisschen diese Süße zu. Ob das rein Bourbonfass ist, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall sehr intensiv. Für diese nur 43%, man kriegt dieses Fass, Vanille, diese erdigen, muffigen Noten, so ein bisschen maritime Aromen, was Wachsiges, was Cremiges, das Holz kommt, leichte Gewürzaromen und das alles nur von so ein paar Minuten ein bisschen im Glas. Das ist schon so eine Komplexität in der Nase, aber unfassbar. Ja, diese Gewürzaromen und diese maritimen Noten sind aktuell sehr präsent. Und dieses Erdige. Vielleicht noch so einen leichten Touch. Es kommt wieder so dieser Old-Style. Ist noch nicht wie so Blends aus den 70ern oder ältere Produkte aus dieser Zeit. Das ist es nicht. Aber da fängt zumindest etwas, das so eine andere Jahrzehnt-Bottle. Ne? Also es ist halt vor 2000. Das ist so ein bisschen anderer Stil nochmal. Vielleicht ein bisschen was von diesem seifigen Touch. Ganz minimal. Ich werde den jetzt einmal probieren, ich habe da so Lust drauf. Slanja war alle Ledjik-Fans. Ich muss immer bei Ledjik, muss ich natürlich die Friends of Tobermory grüßen. Da gibt es in letzter Zeit auch immer wieder kleine, private, grandiose Tasting. Also seid gegrüßt, Jungs. Und Mädels, Mädels waren, ja doch einmal, aber glaube ich, Mädel, aber da war ich nicht dabei. Also alle aus der Gruppe. Slanja. Manchmal gibt es so Whisky-Verkostung beim Video, da denke ich mir so, ich will gar nichts dazu sagen, einfach nur genießen. Dieses Erdige, Cremige, Buttrige ist einfach so total da, so ein bisschen karamellig mit diesem wachsigen Touch, dieser muffige Touch. Rauch immer noch nicht wirklich, minimal, man kann ihn sich denken, es steht Ledjik drauf, ich habe da Rauch. Ich hatte ihn in der Blindverkostung dem Paddy und André gegeben, die haben auch einfach nicht auf Ledjik getippt. Ne? Man könnte da auch wirklich so ein bisschen an so Charakterzüge von einem Kleinlich denken, aber das ist, dann kommt dieses frische Maritime dazu, so eine Süße, so ein bisschen Honigaroma. Ah, wunderbar. Und der Whisky, der wandelt sich so mit jedem Schluck. Die Komplexität nimmt zu, die Aromatik, 43% so intensiv, unfassbar gut. Braucht nicht 1% mehr. Der Mund fühlt sich fast schon an, als wird er ein bisschen trocken. Was man ja oft bei höherem Alkohol hat, ist hier nicht der Fall, der Alkohol, aber der Mund wird so ein bisschen trocken. Es kommen jetzt so leichte Bitteraromen dazu.
Das Holz kommt jetzt im zweiten Schluck stärker durch. Wenn man dann wieder die Nase ranhält, kommt wieder dieses cremig, weiche Honigwachs. Und im Geschmack kriegt man dann diese Aromen auch wieder. Ich finde, mit jedem zweiten, dritten Schluck, irgendwann pendelt sich das so ein bisschen ein, dass die süßen, intensiven Aromen am Anfang sind und dann so die herben, maritim, kräutrigen, muffigen Aromen, ein bisschen erdigen auch, die kommen dann und übernehmen dann irgendwann. Macht den Mund trockener, bleibt so richtig auf der Zunge liegen. Wie als hättest du so ein kleines Stück Holz auch, auf dem man so ein bisschen rumkaut. So kann man sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen. So ein Holz, was in so Meersalz eingelegt war, oder? Also wunderbarer Whisky, geschmacklich einfach top. Mein Fazit zu diesem Lecek 20 Jahre 1979, 1999. Also ihr seht schon, ich kann mich da einfach so in diese Geschichte auch verlieben von diesem Whisky und habe da richtig Spaß dabei. Ich habe den auch schon öfters mal ins Glas genommen. Wie gesagt, seitdem er offen ist, das ist jetzt ja, Ende März, Auktion war das ja. Wir haben jetzt Mai, Ende Mai, bald Juni, drei. Also die Flasche wird einfach nicht lange überleben. Jedem, den ich diesen Whisky eingeschenkt habe, hat gesagt, der ist top, der macht Spaß. Die Aromen, die ich euch beschrieben habe. Am Ende kann man über diesen Preis philosophieren, ob man 160 Euro für einen Whisky ausgeben muss. Das ist aber immer dieser Punkt, wo ich sage, bis 200 Euro, unter 200 Euro maximal, findet man so guten Stoff. Ja, wenn man dann Whisky sieht, teilweise 300, 400 Euro. Ja, man hat die Tendenz ab und zu das zu kaufen und kann das auch gern machen. Und es gibt da auch gute Gründe für, immer mal wieder. Aber selbst 160 Euro ist so viel Geld für Alkohol. Wenn er dann noch so gut schmeckt und sich so schnell wegtrinken lässt. Wie gesagt, ich habe das ja nicht alleine getrunken, aber wenn man das einem Freund einschenkt, dem einen oder anderen, jeder wusste diesen Tropfen einfach zu schätzen. Dann denkt man so, ist diese alte Zeit des Whiskys so toll gewesen, so grandios? Warum finde ich das heutzutage nicht mehr so häufig? Und heutzutage findet man das auch noch. Aber teilweise muss man fast schon über diese 200-Euro-Grenze gehen oder man ist da an diesem Limit. Das ist so meine Erfahrung. Und das ist einfach heutzutage Whiskys 150 Euro aufwärts. Ab und zu bis 200 Euro findet man diese Perlen. Und so viel wird es leider nicht mehr davon geben. Es wird teurer. Es ist leider so. Punkt. Ja. Aber es gibt ja auch unglaublich guten Whisky für 60 Euro, für 50 Euro, für 40 Euro, für 30 Euro und so weiter. Für 120 Euro. Jeder findet da was. Man muss immer überlegen, was will man? Muss da wirklich Kleinlicht draufstehen heutzutage? Muss da wirklich McAllen draufstehen? Muss da bei mir auch Lecek draufstehen? Ja. Wie gesagt, es ist ein Lecek, der gar nicht so rauchig ist. Ist eher so ein Oldschool-Whisky. Ab und zu muss man sich davon lösen. Ich bin ja auch bei der SMWS immer mal wieder dabei. Inchmoreen, 18 Jahre, kriegt man da auch noch fast hinterhergeworfen. Und es sind unfassbar gute Whiskys, die abfüllen. Also diese Inchmoreens bei der SMWS. Also von 20, die ich vielleicht probiert habe, waren zwei nicht so gut. Und die anderen 18 waren vielleicht, lass 8 okay sein und 10 wow. So von dem Charakter. Also jeder zweite Flasche gefühlt ist da einfach outstanding. Ja? Und da muss man sagen, das ist halt einfach eine Brennerei. Inchmoreen, die interessiert keinen. Von daher, ich bin ja so dieser unabhängige Whisky-Nerd. Da finden wir einfach echt tolle Whiskys, wenn wir da ein bisschen mehr reinschauen, ein bisschen auch die Fässer probieren und dann Spaß dran haben und nicht immer nach diesen Brennereien suchen. Die Entwicklung macht mich trotzdem teilweise stutzig, weil teilweise ist man bei diesen 150 als Start für diese unfassbar guten Perlen in dem Alter. Also das Alter ist immer so ein bisschen dieser Punkt auch dabei. Whiskys bis 10 Jahre, 12 Jahre, 15 Jahre. In dem Bereich finden wir echt noch gute Whiskys und ich glaube, das wird auch dauerhaft so sein, weil so viel kann man gar nicht trinken, wie danach kommt. Ja, es wird immer eine Brennerei geben, die Whiskys mit 14, 15 Jahren auf dem Markt hat. Und das ist auch gut. Also teilweise Dalmore ist 13 Jahre unabhängig abgefüllt und so weiter. Da gibt es echt schöne Whiskys. Wenn man da ein bisschen was Älteres will, wird es manchmal. Oder mittlerweile teuer. Das ist leider der Punkt. Ich hoffe, euch konnte ich mal so einen schönen Einblick in das Thema Lecce geben. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr demnächst wieder einschaltet, wieder dabei seid und Spaß habt. Vielleicht mit so einer tollen Flasche. Schreibt mir gerne mal einen Kommentar, was ihr gerade im Glas habt.
Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns demnächst wieder. Ciao.